Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video zu Herr der Ringe Online. Ja Leute, Update 35.1 ist raus. Gleichzeitig startet das Jubiläumsfest heute. Also heute ist Donnerstag, der 20.04. 16 Jahre alt, Herr der Ringe Online. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr wieder so richtig dabei. Hatte vorher ja ein paar Jahre Pause und 16 Jahre schon. Respekt. Wir gehen mal ganz kurz die Patchnotes durch für alle, die nicht selber lesen wollen oder ja, wer sich das halt lieber im Video anguckt. Also, frohes 16. Jubiläum. Das 16-jährige Jubiläumsfest von Herr der Ringe Online ist da. Startet am Donnerstag, den 20. April, also heute um 16 Uhr. Läuft bis Donnerstag, den 15. Mai um 9 Uhr morgens. Das ist ganz wichtig zu wissen, damit ihr wisst, wann ihr eure Belohnung noch eintauschen könnt. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr wieder ein Geschenkkästchen. Sollte klar sein, das beinhaltet weiß-grünes Blitzfeuerwerk, 16 Jahre Porträtrahmen und Titel der Erleuchter, die Erleuchterin. Monsterspieler erhalten auch noch extra eins mit Explosivfeuerwerk, 16 Jahre Porträtrahmen, 5 Angriffsschaden, 5 Tränke, Titel der Auslöschung, die Auslöscherin. Alle Spieler und Spieler, die letzten Jahre das 15 Geschenk erhalten haben, erhalten dieses Jahr zusätzlich zum dazugehörigen Titel des jetzigen Geschenks für jeden Charakter, mit dem sie sich anmelden. Ja, supi. Der Raid kommt rein am 26. April. Wartenrost, die Zitadelle des Hexenkönigs, ist ein neuer Schlachtzug für Spieler Stufe 140 angesiedelt in einem neu gestalteten Khandoom. Dieser Schlachtzug ist ab dem 6. April um 18 Uhr auf Stufe 1 und 2 verfügbar. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie in Zukunft euch ein bisschen mehr Infos liefern kann. Ja, im Moment gibt es so viele Spiele, dass es schwierig ist zu sagen, ich guck mal, dass ich jetzt da irgendwie ein paar Schlachtzüge mitlaufe. Aber, sag niemals nie, am 26. April 18 Uhr könnt ihr die auf jeden Fall spielen. Ja, hier seht ihr auch noch, wo genau ihr hin müsst, um ihn freizuschalten. Das könnt ihr da gerne nachlesen. Außerdem die Rückkehr nach Khandoom-Instanzen nach Santeo, Taurisian und Sakroth sind jetzt auf Stufe 5 verfügbar. Herr der Ringe feiert die Einzigartigkeit seiner Spielerinnen und Spieler. Ja, ich lese mal einmal ganz kurz vor. Das ist, glaube ich, ich kann es nicht besser zusammenfassen. In unserer neuesten Aktualisierung feiern wir die Individualität mit zusätzlichen Charakteranpassungsoptionen für das Volk der Menschen, damit sich unsere Spielerinnen und Spieler neu ausdrücken können. Wir wollen, dass sich so viele Spieler wie möglich im Spiel repräsentiert fühlen und führen deshalb neue Charaktererstellungsoptionen für Gesicht, Haare und Körper ein. Wir wissen, dass wir immer noch weiter daran arbeiten können, mehr Auswahl bei der Charaktererstellung zu bieten und werden in Zukunft weitere Optionen zur Verfügung stellen. Hier sind ein paar wichtige Informationen. Bestehende Charaktere bleiben weitgehend unverändert, allerdings haben wir einige Texturen aktualisiert, um ihr Aussehen zu verbessern. Es gibt nun mehr geschlechterübergreifende Optionen, unter anderem Haar- und Bartstile, wo zutreffend. Die Auswahl an Körperproportionen wurde erhöht. Diese neuen Optionen sind für bestehende Charaktere beim Barbier verfügbar. Findet ihr in Bre und ansonsten eigentlich in jeder größeren Stadt findet ihr Barbier. Neuigkeiten und Hinweise für Klassen. Gehen wir auch einmal ganz kurz durch. Beoninger, Zeichen von Grimbeorn, erfordert nicht länger, dass ihr in Richtung eures Ziels blickt und hat nun eine Abklingzeit von 3 Sekunden. Abklingzeichen von Zeichen von Beorn auf 3 Sekunden reduziert. Schläger können nun bei Tauschhändlern der epischen Schlachten in Dol Amroth Geschmeide erstehen, nicht mehr nur bei den Händlern in Minas Tirith. Ein Fehler wurde behoben, durch den bestimmte Geschmeidegegenstände der Schläger nur für Beoninger anstatt für Schläger erhältlich waren. Befreien, entfernen und Wurzeleffekte. Das ist immer gut. Auch Schurke. Halt finden, entfernten und Wurzeleffekte. Hauptmann, Heilung durch Standarte der Ehre wird nun wie vorgesehen von der Eigenschaft unerbittlicher Optimismus verbessert. Das war anscheinend vorher nicht so. Beherzte Einberufung hindert Worte der Ermutigung nicht länger daran, zu mutiges Herz zu werden, wenn auf sich gestellt aktiv ist. Stapel von Vordermann erwecken nicht länger den Eindruck, eure Heilung auf andere zu verbessern. Was? Stapel von Vordermann erwecken nicht länger den Eindruck, eure Heilung auf andere zu verbessern. Ah, okay, das war ein falscher Tooltip. Klingenbruder und auf sich gestellt geben nun an, dass sie den Einsatz der jeweils anderen Fertigkeit verhindern, solange sie aktiv sind. Wow, okay, das hat man eigentlich gesehen, weil sie dann ausgegraut ist, aber gut. Hauptleute sollten künftig nur noch eine Version von Tapferer Schlag besitzen. Ja, zum Hauptmann wird
auch noch ein Video kommen zu Update 35, war ja auch schon in den Kommentaren, da vielleicht eine kurze Info zu. Ich habe einen Hauptmann auf 140 jetzt, der ist natürlich noch Lowbob ausgerüstet. Nichtsdestotrotz spiele ich ihn im Moment relativ häufig und da wird es in den nächsten, ich denke mal 2-3 Wochen, wird es auf jeden Fall dann mal ein Video zu den Änderungen zum Hauptmann geben und wo ich den Hauptmann mal so ein bisschen vorstelle. Bade. Akkord der Erlösung ist erneut eine sofortige Fertigkeit. Ganz ruhig. Abklingzeiten von aktive Melodie, Winderhall des Kampfes, Fertigkeiten wurden auf 2 Sekunden reduziert. Der Tooltip von Beschwörung von Größe bezieht sich wieder auf die korrekten Hauptmann-Fertigkeiten. Verbesserung, Geschichte der Ermutigung erfordert nicht länger, dass ihr in Richtung eures Ziels blickt. Beschwörung von Größe bezieht sich wieder auf die korrekten Hauptmann-Fertigkeiten. Ah, okay, dann hat er... Ja, okay. Alles klar. Hüter. Der High-Bonus eurer Gambit-Fertigkeit durch Spezialisierung auf Entschlossenheit wirkt sich nun, wie vorgesehen, auf die Heilung durch Überzeugung aus. Das war anscheinend vorher nicht so. Das Filigranmuster Schaden und kritische Chance bei Faust-Gambits verbessert nun wie vorgesehen den Schaden über Zeit durch überwältigende Herausforderung. Das ist sehr schön. Die Eigenschaft kein Aufschub für die Gottlosen bezieht sich nicht länger auf die Gambit-Linie von offensiver Schlag. Die maximale Reichweite und Bereichsgröße von Ablenkung wurde für die Nahkampf- und Fernkampfversion umgekehrt. Die Nahkampfversion wird nun wie vorgesehen über euch zentriert. Die Fernkampfversion verfügt über einen kleinen Bereich, der auf eurem Ziel zentriert ist. Die Beschreibung der Eigenschaft in der Offensive wurde korrigiert und erweckt nicht länger den Eindruck, dass offensiver Schlag über eine Moralübertragung verfügt. Ja, das ist okay. Verzweifelter Kampf aktiviert nun 90 Sekunden lang verzweifelte Speer-Schild-Faust vormals 30 Sekunden lang. Ihr könnt künftig Ladungen einsetzen, die alle restlos verbraucht sind oder die Abklingzeit der Fertigkeit abgelaufen ist. Das ist schon sehr geil, dass es von 30 Sekunden auf 90 erhöht wurde. Und auch, dass wir Ladungen einsetzen können, bis alle restlos verbraucht sind. Finde ich auch sehr gut. Werden wir uns nochmal... Ja, ein Hüterguide muss auch nochmal neuer kommen bei Gelegenheit mal. Dann gucken wir uns das gerne nochmal ein bisschen genauer an. Aber es war klar, dass da nochmal ein bisschen nachgebessert wird. Und ich denke, da wird eventuell beim nächsten Update 35.2 wird mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen der Hüter und der Hauptmann angefasst werden. Von daher können wir da auch noch ein bisschen mit warten. Die Eigenschaft niemals aufgeben der blauen Linie zeigt nun die korrekte Abklingzeitverringerung an. Schaden von Gambits mit direkten Schaden, Stiefeltritt, Stahlwand und offensiver Schlag, Ansturm des Keilers wurden leicht erhöht. Fand ich so eigentlich schon okay, den Damage. Ist jetzt nochmal leicht erhöht worden. Sagen wir natürlich nicht nein. Diverse Klassen Filigranmuster gewähren in der legendären Version die falschen Sekundarwerte. Diese wurden nun korrigiert, passend zu ihren Gegenstücken mit niedriger Qualität. Ja, das sollte auch so sein. Gegenstände, ja, da müssen wir jetzt nicht so durchgehen, da sind ein paar Tippfehler drin, hier Wohngegenstände, stahlverstärktes Schatzkästchen, dass ihr da Zielwerksbegleiter bekommt. Bietet ihm jetzt hier echt Werbung bei der Musik mit rein, oder was? Das ist ja super. Das ist ja legendär, Leute. Ja gut, dann mache ich da im Nachhinein halt. Musik runter. Ja, neu erhaltene Ausrüstung aus Abenteuer Schatzkiste für Charaktere der Stufe 140 skaliert jetzt bis Gegenstandsstufe 478 bis 480. Das ist noch ganz interessant. Heißt, es ist noch mal ein bisschen ein Tacken besser, wie wenn ihr es vorher irgendwie euch schon gegönnt habt. Ja, das ist noch ganz interessant hier. Ansonsten Kleinigkeiten, was wieder richtig dem Tooltip angepasst wurde. Oder halt hier Stufe 10 bis 40, dass ihr da die richtigen Schilde bekommt. Und so weiter und so fort. Nichts Wildes. Erkundungen ist noch ganz interessant. Der Abschluss von Erkundungsaufgaben auf Stufe 11 oder 12. Bei Cardolan-Missionen bringt jetzt Taten speziell für Stufe 11 und 12 voran. Das war anscheinend vorher nicht. Der Tooltip der Erkundungsbosheit anhaltende Furcht wurde korrigiert und gibt nun wie vorgesehen an, dass sich die Bosheit auf empfangene Heilung ebenso wie auf Heilung auf andere auswirkt. Die Offensiv- und Defensivstärkung für Monster durch die Erkundungsbosheiten Saurons Berührung 1 und Saurons Berührung 2 wurden verringert. Monsterspiel
bin ich leider gar nicht drin. In der Einführung der freien Völker wurde eine Grammatikfehler behoben. Wow. Ein Sieg über Tyrann Butzok gewährt nun wie vorgesehen einen Fortschritt für die wöchentliche Aufgabe in den Entenöen. Zweite Stufe der wöchentlichen Entenöen-Aufgabe für die freien Völker erfordert nun das Erfüllen von 21 allgemeinen Aufgaben in den Entenöen. Dies ist technisch gesehen die gleiche Anzahl wie zuvor, da die vorherige Version der wöchentlichen Aufgabe für den Abschluss der zweiten wöchentlichen Aufgabe zählt. Ja, okay. Wagemund multipliziert den Schaden nun wie vorgesehen mit 0,55, was erledigt den Schaden um 45% verringert. Vormals 55. So, dann haben wir noch Begleiter. Spott von Bären und Herolden bewirkt keine Bedrohungssteigerung mehr. Okay, das ist schade, wenn das vorher so war. Wir hatten einige Probleme mit Begleitern, die Instanzbegegnungen kompromittierten, indem sie die Bedrohung von Bossen hielten. Solange wir keine umfassende Fehlerbehebung implementiert haben, können sie daher nur erzwungene Angriffe auslösen. Okay, wild. Aufgaben und Instanzen, Rückkehr nach Khandoum, wiederholbare Aufgabe für Sand... Lore, Tauriska und Sakrod können jetzt wie vorgesehen erst ab Stufe 140 angenommen werden. Spieler können zum Aufgabenknoten in Khandoum zurückkehren, indem sie den Eingang der Instanz benutzen. Ja, auch hier lest euch das gerne im Detail durch, was alles gemacht wurde. Benutzeroberfläche, das Erwarter-Update, Update-Anzeigenkästchen für das Volk der Menschen wurde entfernt. Allgemeine Schatten auf Wasser werden nun auf im Wasser treibende Objekte, Algen, See, Schaum und so weiter angezeigt, nicht aber auf dem Wasser selbst. Ozeanwasser in Belfrag, ja, ihr seht, also ein bisschen Grafikgedöns, Rüstungsdurchdringung bei den Schadensklassen zu sehr verstärkten. Was? Wir haben die Änderung an den Schadensreduzierung der Monster rückgängig gemacht, da diese auf höheren Stufen die Unterschiede zwischen der Rüstungsdurchdringung bei den Schadensklassen zu sehr verstärken. Schadens, ja, jetzt wäre nochmal interessant, welche Änderungen waren das denn? Haben die mehr oder weniger Schadensreduzierung gehabt? Die Gesundheitsanpassung wird von 25% auf 15% geändert, um auf hohen Instanzschwierigkeitsstufen weniger Wirkung zu haben. Okay. Handwerksrezepte für Gundabad für die Gralmuster verwenden nun den korrekten Gegenstand für kritische Treffer aus dem Beruf des Rezepts. Gut, bekannte Probleme ist vielleicht noch ganz interessant. Bestimmte Animationen werden für menschliche Runenbewahrer nicht korrekt dargestellt. Badinstrumente für menschliche Charaktere werden bei Einsatz von Fertigkeiten nicht zuverlässig dargestellt. Bestimmte Animationen für Baden werden nicht korrekt dargestellt. Bestimmte Emotes sind nicht korrekt animiert. Die Steckenpferd-Animation wird für männliche Menschen nicht korrekt dargestellt. Die Gesichtsbemalung von Hopnangings funktionieren aktuell nicht für Menschen. Die Fertigkeiten von Schurken und Schlägern zur Entfernung von Massenkontrolle funktionieren derzeit nur für Anwurzeln-Effekte. Sie entfernen keine Benommenheit, betäuben zu Boden geschlagen Effekte. Wild. Also seht ihr, das sind noch Fehler, ja. Gerade das letzte ist ganz interessant. Das andere sind alles eher Animationsgeschichten. Also jetzt nichts, was super Einfluss hat, aber ihr seht, da wird gerade an ein paar Sachen gewerkelt, was die Mensch, das Volk der Menschen anbelangt. Und von daher sind da ein paar Problemchen aktuell. Ja, kleines Update. Ich denke, das Wichtigste, was wir mitnehmen können, ist, dass Lotro 16 Jahre ist und das 16-jährige Jubiläumsfest da ist, wo ihr euch wieder neue Belohnungen erspielen könnt, neues Zielwerk und so weiter und so fort. Falls euch das interessiert, ihr dann Überblick haben wollt, haut es mir gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich da am Wochenende mal gucken, was es alles Neues gibt beim Fest und euch da mal einen Überblick geben, wenn euch das interessiert. In diesem Sinne, Leute, habt viel Spaß in Herr der Ringe Online. Bis dann. Tschüssi.